willkommen zu einem neuen, oder nicht neu, aber ja, wir haben einfach keine Sachen mehr, die wir machen können. Wir wissen noch nicht, wir wollten irgendwie mal ein neues Projekt raushauen und uns fällt nichts ein. Also müssen wir irgendeinen Ersatz rausbringen, na. Ein paar Einzelspieler Mission, genau. Nee. Okay, Start. Spielen wir Arcade oder realistisch? Arcade, erstmal. Müssen erstmal wieder reinkommen. Okay, ich habe mal so gemacht, wir haben jetzt Treibstoff begrenzt. Nee, warte mal, Munition begrenzt, nein, Treibstoff begrenzt, ja. Vielleicht geht es halt der Treibstoff aus, wenn wir Pech haben. Was kann ich noch alles einstellen? Ach du Scheiße. Alles klar. Nachladen der Bewaffnung deaktivieren. Ich gehe mal gerade durch, was es hier in diesem Spiel so alles gibt. Hier gibt's Panzer für die Länder und Luftwaffe, weil das kam jetzt länger nicht mehr auf meinem Channel. Jede Menge neue Leute dazugekommen. Apropos Leute, die dazugekommen sind. Man bekommt ja ab und zu mal, ich denke, jeder kleine YouTuber kennt das, von anderen kleineren YouTubern, meistens kleineren YouTubern, irgendwie in der Frage, ja, dein Video war ganz gut und schau mal bei mir vorbei. Und meistens mache ich das und bei Bist du mit dabei? Ach du Gott, was ist denn das für eine Steuerung? Warte mal. Escape. Ach nee, das ist die! Oh nein! Okay. Vereinfachte Steuerung, okay. Oh Gott. Das ist die realistische Steuerung, scheiße. Ach, dann, ja. Vereinfacht. Hey, Xi, okay. Fliegst du jetzt normal? Nein, das geht ja, nicht. Ja, Xi, das ist von der Mission so. Lass mal gerade so probieren. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Das ist von der Mission, Steuerung. Ich hab gerade verzweifelt. Oh Gott. Haben wir Raketen? Oh nee, wir müssen mit Raketen angreifen. Das wird lustig. Was ist oh Gott, unten? Ich kann ja nicht mal so Raketen. Oh Gott, wie komme ich in die Innenperspektive? Ich brauche Cockpit-Perspektive. Mit V. Vom Cockpit-Perspektive. Ja, damit ich Raketen abfeuern kann vielleicht. Ich muss mal gerade... Raketen waren 4. So. Bewaffnung. Habe ich ein Schiff zerstört? Abfeuern, Taste zu ich glaube nicht. Okay. Nee. Fliegt sich das schwammig. Hilfe! Gott! Ich nehme das zurück, weil dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich könnte Flieger fliegen. Das nehme ich dankend zurück. Wir haben ja noch ein paar Computerteampartner. Meistens Computerteampartner immer so diese Noobs, die man nicht in seinem, die man Kamotor man hasst jetzt? Immer Computer. Schon wieder daneben, ey! Irgendwie machen die mir zwar keinen Schaden, aber es nervt trotzdem, dass ich immer daneben. Achtung, Motor kann überhitzen. Ich mache überhaupt keinen Extra-Schub, brauche ich ja eh nicht. Es ist relativ eigentlich mega realistisch, wenn ich hier so drinnen sitze. Ich spiele nur aus Cockpit-Perspektive. Echt? Okay, ich auch. Ja klar, sonst kannst du auch keine Raketen abfeuern. Ich habe nur immer vergessen, die bisschen oben drüber zu halten. Oh Gott. Ja! Aus der Cockpit-Perspektive. Ich habe immerhin eins getroffen. Oh, da vorne fährt eins weg. Alter, ist ja richtig schnell. Das schnappe ich mir. Wenn ich das bekomme... Oh, nee, warte mal. Warte mal, machen wir ein bisschen anders. Die Steuerung, Hauptsache, ist mir jetzt egal, auch wenn die so ist. Ich konnte damit schon behalten. Die Steuerung ändern wir, aber wir fliegen mal nur Ego. Also ich ändere... Ja, ich habe jetzt gerade die Steuerung immer noch so. Ist mir eigentlich egal. Ich krieg das hin. Gott, Alter. Ich flieg irgendwo, wo wir mal Dings angreifen. Anderen Flieger. Scheiße. Das war voll daneben. Hier, das ist gut. So, wir Start. Gehen mal wieder zurück zu den anderen. Gehst du mal bereit? Achso, aus der Runde raus? Hä? Du bist doch drin? Ja. Okay, alles klar. Ich hab mir mein ein Ziel zerstört in der ganzen Runde, Alter. Ja, ich hab ganze Null. Alter! Nee, also so weit, das habe ich noch nie geschafft. Hier und also bist dann jetzt noch das Land. Ja, which so. Makes himself great again. Realistische Schlacht. Motorsteuerung, realistische hier Schlacht. Hier ist das einzige, wo ich mich halbwegs durchgeforscht habe, aber hier fehlen noch so
paar Milliarden Forschungspunkte. Genauso viel, wie ich eigentlich bis jetzt überhaupt habe. Flugzeughelfer erleichtert die Steuerung des Flugzeugs durch Anpassen der Geschwindigkeit in unterschiedlichen Situationen. Nee, niemals. Ich fliege so, wie ich fliegen will. Entfernung von Panzeranzeigen? Hä? Das ist Flugzeugeinstellung. Ja, du kannst auch mit Flugzeugen auf Panzer schießen, falls du es nicht weißt. Echt? Krass. Nicht-Maussteuerung. Vereinfachte Steuerung. So. Okay. Flugzeugsteuerung. Mann, und die Folgen dazu sind keine Tasten zu lesen. Trotzdem fortsetzen. Das kann ich, glaube ich, nicht lenken oder sowas. Dann passt ja alles. Okay, warte mal. Ich hoffe, heißer Tag. Nicht. Ja, ist heiß. Wir müssen Kakao trinken. Warm am besten. Da wird es kalt. Was? Keine Ahnung. Oh, ich habe ja immer noch die Steuerung. Echt? Ja, wie schnell lädt das bei dir? Warte mal. Schneller als bei ich dir. Ich nicht. Ich habe die normale. Vereinfachte Steuerung, oder habe ich jetzt ausgewählt? Ach so. Mausfunktion. Maussteuerung, nicht Mausjoystick, Alter. Wo bist denn du? Ah, jetzt habe ich die Maussteuerung. Jetzt. Ach, da oben fliegst du. Alter, wir fliegen nur Ego, ne? Das ist so eingestellt. Ja. Wir können gar nichts daran ändern. Boah, Alter, Rolle in Ego. Mach mal eine Rolle in Ego, Alter. Boah. Ui, alles dreht sich. Boah, Alter, das sieht mega geil aus, so in Boah, Ego. Das Doofe ist ja, dass die Sonne scheint. Du musst es hier gedrückt halten, ne, zum Umgucken. Wir sollten eigentlich durch diese Dinger fliegen, da oben. Ich komme mit der Maussteuerung aus der Cockpit-Perspektive gar nicht mehr so gut klar. Also das durch das mit dem Punkt zuerst, ne? Oh Gott. Echt? Zumindest wenn das so ist wie in jedem anderen Flugzeugspiel. Wir sind ja schon dran vorbeigeflogen. Wir haben begrenzten Treibstoff, wir sollten uns mal Sorgen machen. Hallo! Alter, ich dachte, ich wurde gerade weggerammt, aber ich hatte nur Internet. In der Singleplayer-Mission. Dein Internet würde ich sagen ist das Beste. Ich muss gleich irgendwie eine möglichst schnelle Wende fliegen. So, ich habe den Punkt eingesammelt und jetzt. Ich kann nicht da durchs Fenster sehen. Ich werde mein Pilot wahrscheinlich. Boah, das ist total ungewöhnt. Ich glaube, es reicht, wenn einer von uns da durchfliegt. Ein Öl überhitzt schon. Weiß ich gar nicht. Weil mein Öl wird auch langsam heiß. Es kommt jetzt auf Betriebstemperatur. Ich hab 95. Na, ich hab jetzt 93. Ach, mein Körper ist so schön unscharf. Ja, da kann man den Körper sehen, wenn man so macht. Oder wenn man einfach so macht, aber... Ja. Ich hab auch keinen Kopf. Nee, kann man eh nicht sehen. Gut. Ich dachte, bei manchen Spielen kann man so den Hals sehen. Ja, du kannst doch nicht deinen eigenen Kopf sehen. Nein, aber bei manchen Spielen kannst du quasi du den Mensch, Oberteil vom Hals sehen. Du weißt, der Xy kann, Nein, du kannst bei manchen Spielen kann Nein, du kannst bei manchen Spielen quasi da, wo eigentlich der Kopf sein, müsstest du den Hals sehen, wenn du gerade nach unten schaust. Bei Minecraft haben die Mission geschafft, Alter. Einfach nur durchfliegen. Jetzt mache ich noch einen Kunstflug hinter nach. Ach so, oh Scheiße, es gibt ja noch ein anderes. Okay, dann lasse ich das lieber. Greife die Jäger an und Wo sind die Jäger? Ach, da hinten. Oh, mein Scheiße, mein Öl ist schon rot im roten Bereich. Oi, shit. Mein Öl ist 96 Grad. Boah, vor allem, wir haben kein Vorzeichen, ne? Das heißt, wir müssen so schießen. Blind. Nein, du hast doch in deinem Flugzeug ein Kreuz. Nein, ich meine, aber wir haben kein Vorzeichen. Das heißt, wir haben kein Zeichen, wohin wir zielen müssen. Also. Ja, das. Ich benutze. Ich kann. Gute Übung für realistisch. So, ich gehe gleich wieder in Not, auch wenn. Ich treff nix. Ah! Wir haben ja nur ein Gs. Die Mangel genommen. Ich will dir helfen, aber ich kann nicht treffen. Ich auch nicht. Und wir haben nur MGs. Ja, das ist die scheiß BF. Ich hasse die auch. Warum haben wir keine 152 mm Kanonen? Oh, Alter, wie das aussieht, wenn du jetzt an einem Flieger vorbei rauscht.
mir. Boah, der Bildschirm wird schwarz, wenn du. Boah, mir ist schlecht. Kontrollverlust. Ich bin an GG gestorben. Oder. Gestorben! Ja, ich bin tot. Ende. Der Co-Pilot übernimmt ab jetzt. Wo sind die Gegner? Ach, da hinten. Ah, scheiße, ich wurde getroffen. Ich sehe nichts mehr. Pilot ausgeschaltet. Das ist das Schwierigste. Ich erinnere mich auf L16. Diese Beschreibung macht voll viel Sinn. Gott, das ist diese E1, die habe ich nicht mehr erforscht. Ich hab die. Komm, Nahkampf gewinne ich doch. Ah, Mensch, ich treffe nix. Wir müssen gleich noch Bomber killen. Das wird, glaube ich, einfacher. Weil die wenigstens stillstehen. Und nicht auch uns jagen. Ich habe hier schon ganz null Treffer. Ich auch. Dabei war ich eben gar nicht mehr so... Oh, da unten qualmt noch, wo ich... wo eben irgendjemand rein... Ja, klar, ich wurde abgeschossen. Pilot ausgeschaltet. Das ist das Schwierigste, würde ich sagen. Boah, Pilot ausgeschaltet. Was? Erstmal Motor aus. Doch, der Motor war schon vorher kaputt bei mir. Ich kann nicht sehen. Mein Fenster. Ja, ja, ich weiß, das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Boah, das die ist Sounds sind jetzt viel schlimmer. Boah, da bin ich tot. Oh, du wurdest auch schon abgeschossen. Boah, Alter, so aus der Cockpit-Perspektive ist das sau schwer. Dabei ist unser Flieger einfach ein paar Jahre später erfunden worden und wir schaffen es trotzdem nicht. Ah, dreh dich doch, Summer! Dieser Flieger ist so wendig wie eine 50.000 Tonnen Schiff. Meine Güte. Hallo, ich trinke gerade was. Eine BV-238 ist wendiger. Dieses Scheißteil hier. Ja, eine BV, ne? Eine BV. Ja, jetzt krieg doch mal eine Kurve, Mann! Wie soll ich denn so an dich rankommen? Kannst du übrigens Bescheid sagen, wann wir die 3 Stunden haben? Ich hab bei dem Aufnahmeprogramm hier keine Anzeige. Um 12 Minuten jetzt. Okay. Na! Geh kaputt! Wir greifen gerade denselben an. Ja, ich flieg eh, ich lag hinterher. So lang, bis ich so da dran bin, dass ich nicht mehr verfliegen kann. Ah, es fliegt eine Kurve. Er fliegt hoch und nicht eine Kurve. Da, für mich trotzdem zu viel. Vielleicht flieg ich auf den Kopf hinter dem her. Ja, ich hab anscheinend einen Treffer. Ich hab auch schon getroffen. Ja! Oh, warum hast du den Kill bekommen? Ich war direkt hinter dem. Ich war 2 Zentimeter hinter dem, hab drauf geschossen. Jetzt kommt direkt der nächste. Ich glaube, wir haben nur noch. Ja, haben wir noch 2. Boah, wir haben bis jetzt. Den habe ich auch, glaube ich, kritisch oder so. Nehme ich an, der qualmt. Kritisch oder zumindestens. Oh, du musst dir mal vorstellen, so haben die damals richtig gekämpft. Ja, und dann ja. Mit begrenzter Munition, Alter. Wow, Gott. Das heißt, jeder ich kann ja sowieso schon kein Flugzeug fliegen. Ich bin so unfähig wahrscheinlich. Da, wo ist denn der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Jetzt dreh dich doch. Oh, Maschine ist so lang. Oh, scheiße, mein Öl ist auf 112 Grad. Oh. Das war's. Schon sieht da ewig brennt nichts. Im roten Bereich ist es also schon bei 95 Grad. Motor aus. Komm, ich hab ihn. Boah, hat mich geschliffen. Ich lebe noch. Der ist aber auch dicht an mir vorbei. Boah, mich hätte er geschliffen. Nö, na toll, eine neue. Das habe ich vergessen. Hier gibt es eine neue Welle. Sehr schön. Aber dann danach müssten die Bomber kommen. Zerstöre die Feinde. Das sind schon Bomber. Zerstöre die Feinde. Nein. Bomber und Artillerien. Ah doch, da hinten kommen die Bomber. Und auch den. Oh Gott. Wir müssen die Jagdflieger, glaube ich, zuerst zerstören. I don't care about the Jagdfliegers. Okay, I don't care. Wir müssten eigentlich auch eigentlich ein bisschen was aushalten. Ja, genau, ein Schuss. Du musst im Übrigen ranzoomen, ne? Wenn du schießen willst, dann siehst du das Kreuz vorne besser. Ach nee, ich weiß nicht. Das sind gerade 2 gecrashed. Was? Hey, ich werde abgeschossen. Ach scheiße, ich habe natürlich wieder die falschen angegriffen. Das waren natürlich nicht die Bomber. Merkt ihr doch einfach den Namen. Ist doch nicht so schwer. Fresskugeln. Ich habe keine mittlere Maustaste drauf gemacht, das habe ich vergessen.
Sniper-Schuss! Hallo, Ruhe jetzt hier, Fall. Scheiß Bomber. Hallo, Ruhe. Ich brenne, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Ja, du qualmst so ein bisschen. Hallo, ich kann nicht sehen, ich bin blind. Du qualmst so ein bisschen. Meine Kamera. Ah, ich sehe nicht. Jetzt fliegst du gerade Richtung Boden. Du fliegst gerade Richtung Boden. Ab, du nimmst viel. Geschwindigkeit kritisch. Alter, mein Bild. Alter. Immerhin hast du ein von diesen Scheißteilen zerstört. Xi, als ich kollidiert bin, ne? Da hat der Typ richtig den Kopf hin und her bewegt. So, als wäre er wirklich alles am Erschüttern. Es wäre so, weiß ich nicht. Ich bin nur einfach direkt in den Boden gekracht. Mein Pilot wurde ausgeschaltet. Deswegen hatte ich solche geile Animationen nicht. Geil animiert war das nicht. Ich konnte die Maus noch bewegen, aber der hat immer dagegen gesteuert. Die Gehkräfte haben gegen den Kopf gewirkt. Das war geil. Mein MG macht nichts an den kaputt und ich gehe langsam kaputt. Jetzt muss ich... Oh Gott, mein Öl ist auf 150 Grad. Alter, wo spawn ich denn? Ich spawn direkt bei dir. Ich hätte dich fast berührt. Ich sehe nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Du musst dich eben die ganze Zeit fliegen. MG muss nachladen. Fahrzeug ausgebrannt. Ich schieße den trotzdem noch ab. Oh shit. Ich rette meine Maschine. Oh Gott, mein Glas ist gesplittert in der einen Stelle. Oh, ich meine, du konntest dich retten. Gestorben. Und wie spawnen die werfen hier gerade schon Ja, das ist nicht gut. Die fliegen dann einfach stundenlang in eine Richtung und die kriegst du nie wieder. Ich habe die um die Mission zu beenden, habe ich die 3 Stunden verfolgt, glaube ich, gefühlt. Sag mal, Xi, was verfolgst du da hinten gerade? Ist das so ein scheiß Balken? Bomber! Ach, das sind auch noch Bomben. Ne, das sind keine Bomber da hinten. Hä, doch. Sind die Computer gegner. Das ist eine SP2M. Direkt vor mir bist du. Hallo Xi, soll ich mal schießen? Ja, mach. Hast gehört? Ja. Boah, Alter. Der hat jetzt ordentlich Schaden gemacht. Jetzt ist jede Menge gelb. Ich hab dir eigentlich einfach nur hinten ans Hinterrad geschossen, an dieses kleine Ding. Ja, mein Rumpf ist gelb von nach vorne und Teil meiner Flügel. Dann können wir uns mal bitte zuwinken. Du fliegst mal ganz dicht über mir. Über dir? Warte. Also ganz dicht über mir vorbei. Du musst langsamer fliegen, mach mal Not aus. Ich hab keinen Not an. Ich hab keinen Not an. Ich flieg 462. Dann gib 63 jetzt. Ich. Ja, dann solltest du mich langsam überholen. 68. Ja, dann überhol mich und dann mach langsam, dass ich dich wieder überholen kann. Alter, Hilfe, ich seh nichts. Flieger! Wow! Wow! Ich bin gerade, glaube ich, halb mit dem Flieger kollidiert. Wow, wobbeln, wobbeln, wobbeln. Boah, Alter, wobble mal. Boah, Alter. Dieses Ausweichmanöver, ey. Greif mir die vorderste. Hilfe, stütze ab. Mayday, Mayday. Haus, Hilfe, Haus. Bei mir ist alles in Ordnung. Stell dir mal vor, ein Pilot hätte beim Zweiten Weltkrieg gesagt, Hilfe, Mayday, Mayday, da ist ein Haus. Sag mal, ich krieg von irgendwo Schüsse. Eine habe ich. Eine? Ich weiß gar nicht, wo wir noch mehr sind. Ich habe keine Karte. Ich ja auch nicht. Boah, hat das Ding hier kein Navi? Kein Navi, kein Bluetooth, kein GPS, kein WLAN. Meine Güte. Ja, ich wollte auch mein YouTube-Video hochladen. Jetzt kommen die scheiß Computergegner, Mann. Ich schieße die jetzt ab. Die klauen uns die Kills. Hey, ich flieg die ganze Zeit nur im Kreis und suche nach diesen Gegnern, weil die immer am oberen Bildschirmrand sind. Oh scheiße, vielleicht weil die ein bisschen höher fliegen oder was. Stimmt, die fliegen einfach nur höher. Müssen nur steigen, nicht die ganze Zeit im Kreis fliegen. Oh, da kommt eine L16! Kreisfliegen ist gut. Ich glaube, mein Motor ist kaputt. No, Alter. In der Ego-Perspektive ist das Spiel einfach viel geiler. Wie? Ach, oh, scheiße, Geschwindigkeit! Kritisch, Nase runter? Scheiße.
Stimmt Dann irgendwas fliegst du nicht. zu schnell. Ja? Ist es schlimm, wenn ich Richtung Boden krache? Los, Not! Not! Boah, ich hab mich gerade so gerettet. Ich muss notlanden. Ich muss notlanden. Ich sehe nichts, vor mir qualmt ein Flieger. Scheiße, ich muss. Geh! Fahrwerk ausgefahren. Öl ist Du hast einen überhitzt. Flieger hinter dir. Warte, ich komme zu dir. Ha, hol den weg, hol den weg. Ich muss notlanden. Ja, es sind noch 2 Kilometer. Geht schnell. Ich kann mich nur noch mit Not oben halten. Mit Notschub. Boah, Alter, niedriger kann ich aber nicht fliegen. Wow. Boah, Alter, ich halte mich hier mit Notschub gerade so noch am Leben. Ich sehe es da unten gleitet dieses Ding. So ganz knapp über dem. Jetzt doch Ich mehr hab ihn, Schaden. ich hab ihn, ich bin gerade dabei, ihn zu holen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, Bäume kommen immer näher. Ich brauche eine baumfreie Fläche. Nicht so ein Gebirgescheiß. Oh, sind wir in Drecksdeutschland oder warum ist hier überall? Ja, wir sind Deutschland. Deutschland. Ja, kein Wunder, dass hier überall Berge, solche dämlichen Mini-Berge sind, wo du nicht landen kannst. Ja, wir müssen Au, nach Holland. au, au. Flieg mal gerade nach Holland. Da ist gut. Ah. Ich will wissen, wo du bist. Sag mal, mein Öl überhitzt immer weiter und ich muss immer weiter versuchen, hier Vielleicht über die. brennst du. Ist der schön kuschelig warm. Oh, Schon Ziel Ziel abgeschossen. abgeschlossen. Hä? Ja, ich habe bis zum Ende überlebt. Jetzt bin ich kaputt. Alter, ich wurde abgeschossen jetzt. Jetzt hat er mir den Flügel abgeschossen. Mission ist immer noch nicht vorbei, ne? Aber ich habe bis jetzt noch überlebt. Das war nicht schlecht. Ich räche dich, warte. Boah, es wird langsam langweilig, ey. Nun. Ja, ich find das geil. Ich würde mal gerne aus Ego landen, starten und landen vor allen Dingen. Aus Ego landen. Das finde ich mal geil. Wir spielen gleich aber mal gegeneinander. Ja, aber nicht Flugzeuge. Flugzeuge. Doch, Flugzeuge, wir spielen nicht richtig. Wir gucken immer mal. Ja. Ich will mal. Lass mal versuchen, auf irgendeiner Map einfach irgendwo zu landen. Zwischen Not zu landen und wieder quasi Notlandungen nachstellen versuchen. Ohne kaputt Ja. zu gehen. Aus Cockpit. Warte, ich starte die Mission neu. Ja. Juhu! Freedom! Not! Da kommt der andere. Zweiundzwanzig Minuten. Weißt du, wenn hier jetzt ein Haus gestanden hätte auf dem Hügel, hätte ich den mal gerade zum Fenster reinwinken können. Guten Tag! Geh mal bereit. Xi, geh mal bereit. Ja, ist ja gut. Ich habe Spaten, der ist bereit. Nee, Duell will ich nicht. Jeder gegen jeden will ich auch nicht. Irgendeine Map, wo zumindest mal ein Landeplatz ist und man mal starten kann. Nee. Bereit. Nicht Duell. Mann, mach doch mal die Scheiße jetzt hier weg. Dann muss ich auch selbst meine Flugzeuge mitnehmen, ne? Bodenangriff. Mit welchem Flugzeug lässt sich denn gut landen? Warte mal, ich muss mal gerade irgendwie so einen Doppeldeckerflieger mitnehmen, mit dem man überall landen kann. Stalingrad, war auch die letzte Schlacht, geil. Geh mal bereit, bitte. Ja, warte, ich muss mal gerade hier noch einen Flieger austauschen. Welche Flieger? Warte mal, hatte die? Nein, die hatte. Die hat nicht. Die hatte. Okay, ist mir auch egal jetzt. Bereit. Bereit. Schwierigkeit individuell. Tag, wird das klar. Treibstoff begrenzt, ja. Nein, mach das doch nicht, dann wird doch langweilig dann, oder? Ach, wir hatten das eben auch schon an, ne? Stimmt, aber wir sind immer vorher gecrashed. Und wenn wir Notlandungen simulieren sollen, habe ich das Gefühl, dass wir auch vorher crashen. Boah, weißt du noch, gut, das ist jetzt eher privates an, aber ich weiß noch ganz früher die Zeit, wo die uns gesagt, da gibt es ein Spiel, da gibt es Flugzeuge und ich dann so, ja, und dann haben wir so ab und zu hier Flugzeuge gespielt und dann dieser eine Tag animiert und 69, ja, hier im Spiel jetzt, ja, nicht 69, ja, eigentlich, den größten Fehler seines Lebens gemacht hat und gesagt hat, in diesem Spiel gibt es Panzer. Und Mord ab Teamwechsel. diesem Tag habe Oh, nee, wir ich gehen mal ins Ein-Team. Machen wir dieses Teamwechsel, dass wir in einem Team Spiel. sind? Ja. Und ab diesem Tag
habe nur noch Fanta gespielt. Sage und schreibe 700 neue Spielstunden. Davor hatte ich 15 Spielstunden ungefähr. 700 Spielstunden. Leidenschaftlich in das Spiel gehangen. Das ist echt. Das war auch immer eine schöne Zeit. Wenn man, ich kam aus der Schule. Ich weiß, das bin ich auch. Aber ich kam immer von der Schule, hab mich gefreut, hatte Spaß daran. Es war halt immer so. Ich kam aus der Schule und dachte mir, jetzt PC an, War Thunder. Und ich hatte jeden Tag was, was ich spielen kann. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich so, da ich das jetzt nicht mehr so aktiv spiele, ich setze mich an den PC, schaue YouTube an. Ja, ich schaue mir ein YouTube-Video und denke, wieder so ein Scheiß und dann schalte ich aus. Dann, hier öffnen sich ja die Türen, hör auch immer die Türen zu. Ich mache einen Doppeldecker. Ich flieg Doppeldecker. Ich habe einen Bomber, was soll ich denn sagen? Boah, wir starten ja hier, also wir, hier fängt ja alles im Starten an, ne? Was passiert, wenn ich jetzt die BV nehme? Starte ich damit? Nein, du startest kurz darüber in der Luft. Du kannst übrigens mit einem BV auf einem normalen Landeplatz landen. Ich lande erstmal direkt wieder. Einfach nur mal eine Landung zu testen, wie das so ist. Boah, mit so einem Riesen. Zu welchem Punkt fliegen wir? Durchstarten. Okay. Ich würde sagen, ich flieg mal Richtung C so ein bisschen. Nee, Richtung A. Bomben! Die kann ich vor allem nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinwerfe. Da knallt irgendwas. Sag mal, schießt du da hinten? Ja. Wir fliegen mal zu C, okay? Warum? Oh, dann muss ich ja wieder wissen. Ich sehe dich da hinten. Siehst du mich auch? Nein. Auch im Rückspiegel nicht. Ah, ich kann die Gunner noch einnehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, um die Außenperspektive zu kommen. Man hat im Übrigen jetzt eine neue Gunner-Funktion, ne, Ixi? Es wird jetzt angezeigt, wohin der Gunner zielt. Weil die Gunner zielen ja, brauchen ja immer eine Zeit, um sich irgendwo hinzudrehen. Ach, das kam es auch in dem Update 1.6.9 dazu? Anscheinend, ja, weil vorher war es ja nicht da. Aber ich frage mich, es sind noch so viele Updates geplant. Das ist mir trotzdem rot angezeigt, einfach eiskalt. Mit deiner ja, ich will nicht mit selben. Ah, jetzt bist du grün. Lande doch mal. Hallo. Boah, Alter, ich lande hier mitten in dem Rauch. Ich nehme C ein, Alter. Nehmt sehr. Guck mal, vor allem, es gibt nur unser Team. Ich hab abgebrochen, weil sonst, boah, Alter, geht die Runde quasi vorbei. Weil du kannst dich so schnell drehen hiermit. Das ist so abartig in der Cockpit-Perspektive. Du musst halt nur immer den Überblick behalten. Das ist halt dann sau schwer. Ja, in dem Flieger ist es zum Glück gut, dass Cockpit besteht, komplett Spaß. Ich stieg Kopf über auf den Boden. Alles gut! Alles gut! Scheiß Lichtreflektion! Mach aus, Sonne. Sag mal, berühre ich mit meinem Einflügel den Boden, weil ich kann mich nicht weiter drehen. Also ich fliege erstmal, ich fliege nochmal irgendwas Kleines, weil mit den großen Sachen, nee, das ist nicht so meins. Also, wer bei mir an Bord sitzt, der sollte sich dringend eine Kotztüte mitnehmen. Ich bin ja mehr ein Fan von den kleinen Sachen, von den kleinen Fliegern hier in dem Spiel. Ich stand genau da, wo der Tower steht, das ist gut. Hallo, hier kommt Yannick. Patz, patz. Oh, irgendwie habe ich einen Flügel verloren. Was? Du hast toll gelandet. Oh, mein Fahrwerk ist weg. Hilfe, ich drehe. Oh, ich habe beide Flügel verloren. Das passt. Oh, die Flieger geht's gut. Landung! Ah! Ah! Unsanft! Brems! 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 Bäume! Bäume! Baum! Baum! Brems! 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 Brems. Oh! Alter, ich hab's geschafft! Ich hab eine Notlandung geschafft! Hätte ich jetzt noch ein bisschen früher auf dem Pad das geschafft, hätte ich sogar wieder neu starten können. Hätte wäre der repariert worden, ich hätte neu starten können. Alter, ich komme so auf diesen Baum zu. So, Brems! Brems! Ich muss gleich unbedingt auch nochmal Panzer spielen. Können ja Weitsprung machen. Nein, machen wir nicht. Das ist weitest. Boah, hier sieht mir ja nix drin. Was ist denn für eine Scheiße, Alter? Der Flieger ist eigentlich ganz gut. Wenig Glas, aber man sieht trotzdem alles. Ich habe wenig Glas und man sieht trotzdem nichts.
Warte doch! Nö, wie viel Milliarden Kammer musst du denn fliegen, um zu starten? Na, jetzt geht's. Ich will unbedingt die Gunner-Ego-Perspektive. Die will ich unbedingt haben. Es gibt irgendein Spiel, da kriegst du ein Ego durch ein Flugzeug und bist der alleinige Flieger von so einem Flugzeug. Und musst selbst Gunner bedienen und vorne. Das ist geil. Ja, und wie heißt das? Sag jetzt, schnell. Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen Spielausschnitt gesehen. Es kann auch animiert sein, ich weiß es nicht, aber... Muss irgendwo zugehört haben. Okay, jetzt Notlandung. Du, 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 hallo, wo bist denn du? Ich weiß es nicht, irgendwo. Toll. Guck auf die Karte. Ich hab keine Karte. Drück M. Hier habe ich eine leichte Rechtslage. Ach scheiße, man sollte nicht nach rechts schauen. Boah, lass mal irgendwas anderes machen. Lass mal irgendwas Interessantes machen. Was Spannendes. Hallo? Wir sind hier auf unseren Kanälen. Was fällt dir eigentlich ein? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Wollen wir was Neues ausprobieren, was Spannendes. Verstecken. Stimmt. Baum! Lass mal nochmal mit dem Panzer verstecken oder sowas spielen. Ist total spannend. Ich habe keinen Daumen gesehen. Auf einmal habe ich Feuer gesehen. Immer war verspaßt. Weil ich will mal gucken, was jetzt passiert mit diesem Flieger. Ich lande ihn jetzt hier im Fluss. Ist mir egal. Ich fliege das größte Flugzeug. Gibt's irgendwo Fluss und gibt's Brücken? Was? Gibt's Brücken? Nicht, dass ich wüsste, der Fluss ist ein bisschen groß. Könnte ein... nicht da rein sein. Hallo. Aber lass noch mal mit Panzer verstecken spielen. Mein Rumpf ist schwarz. Lass noch mal ein paar Panzer verstecken spielen. Oh nein, Land. Nein, Land. Muss ein Flugzeug, ein Wasserflugzeug eigentlich auf dem Wasser landen? Nö. Also, es überlebt im Es steht ja in einem Crash, aber du kannst es auch schaffen. An Land. Oh ja, mein Flieger geht's gut. Es haben auch schon echt einige, soweit ich das glaube ich, geschafft, oder? Stimmt. Mein Flieger hat sich nur 180 Grad gedreht. Passt alles. Also bei mir ist das nicht passiert. Meine ist gelandet. Und es war nur der vordere Teil der Hülle quasi kaputt. Aber das macht ja nichts. Das ist ja reparabel. Aber GUHT. Das kommt jetzt auf dem Wasser. Das geht hier auch, aber dann... Mal irgendwie habe ich immer ein paar Bugs. Manchmal verschwindet einfach die Höhle von... Hä? Ach nee, hier ist so viel Glas. Das ist der Bodensee oder was? Hier. Nee, aber wenn ich da hinten gucke, dann sehe ich den Flieger von innen. Hä? Boah, ich glaube, mir ist eine Notwasserung geglückt. Okay, das... Nee, das wird jetzt schon am Ende doch noch überschlagen. Aber sie war nicht schlecht. Es war nur... Hey, ein Baum! Notwasserung mit 300 km/h. Mir geht's gut. Ah, das Spiel ist wieder heile. In dem Flieger sieht man auch nichts. Nix. Ich sehe nur einen Baum. Los, hoch. Wir können ja eigentlich, wir haben ja eine Projektidee, was vielleicht als nächstes Projekt kommen wird. Nur dazu, wir können ja eigentlich schon mal die Zuschauer fragen, was die davon halten, oder? Von einem Projekt dieser Art. Ja. Und das mal mit Panzer verstecken spielen, das ist viel spannender. Los, Flugzeug, nein! Ja, machen wir jetzt auch. Ah! Oder fangen oder sowas. So. Luftdruck, Abfall. Notlandung. Du. Verlieren Speed. Oh Gott, da ist ein Berg. Oh, durchgestartet. Woohoo. Ich weiß nicht, warum irgendwie stürzen alle meine Flieger ab.
Ja, die sind wahrscheinlich so komisch. Programmiert worden. Oh mein, oh Gott, mein Ding, meine ja. Motor ist kaputt. Alle Flieger, die ich fliege, stürzen ab. Das ist bestimmt ein Produktionsfehler bei allen Fliegern, ne? Zuschauer, wenn du mein Video siehst, dann weißt du genau, warum ich immer abstürze. Ja. Das liegt nicht an mir. Man muss nur meine Folge sehen. Da sieht man, wie gut ich eigentlich bin. Boah, Alter. Aber den, ich weiß nicht, das hätte man... Hey, Zuschauer, oh. Das hätte, man sogar mit viel Glück überleben können. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin schon wieder tot. Ich hab nichts gemacht und bin schon wieder tot. Oder liegt kaputt auf dem Flugplatz. Einer Flügel ist komplett zerstört. Okay, dann gehe ich nochmal zurück zum Hangar und gehe wieder bereit. Oh, ich muss mir... Okay, dann muss ich mir mal ein paar Panzer zusammen. Du hast zuerst geleftet und ich hab verloren. Hä? Aber im Übrigen, Folgenende. Tschüss. Tschüss. Alter.